Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück zu I Am Alive. Wir müssen da hinten auf in diese Baustelle, um für May Medikamente zu besorgen. Und wir finden hier einen Kanister, mit dem wir wahrscheinlich diesen Generator aktiviert kriegen, ja. Wenn Sie sich in dichtem Staub befinden, verbrennt Ihre Ausdauer bis zum Tod. Klettern Sie über den Staub, um sich auszuruhen und die Ausdauer zu regenerieren. Ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich als nächstes. Das wird wahrscheinlich unser nächstes Problem werden. Bisher lief es ja nicht so gut. Wir haben schon unnötigerweise Kugeln und Kletterhaken verbraucht, weil ich irgendwie den Weg nicht zurückgefunden habe. Ich hoffe, wir finden hier jetzt nochmal was. Ressourcen haben wir relativ viele bisher. Haben auch ganz gutes Zeug gefunden. Aber Kugeln und Kletterhaken sind eigentlich wichtiger. So, da werden wir wahrscheinlich runterrutschen können. Ach, falsche Taste immer. Halten, um abzubremsen, während sie rutschen. Ja, das ist ziemlich steil hier. Das sollten wir vielleicht wirklich tun. So. Da landen wir dann auch relativ weich. Need water. Das ist ja wohl zu weit da hinten. Das ist ja wohl nicht. Das kann ja wohl nicht. Nee, da müssen wir hochklettern. Okay, alles klar. Komm. Ach. Jetzt bin ich da hochgesprungen. Also irgendwie habe ich es noch nicht so richtig mit der Steuerung. Ich werde ihn wahrscheinlich töten, weil er mir hier stirbt, weil er irgendwie irgendwann völlig am Ende und außer Puste ist. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. Okay, jetzt kommen wir langsam in diese Staubgebiete rein. Hier sind wir noch relativ weit oben. Müssen wir jetzt noch... Ach, Mist. Und jetzt sind wir, glaube ich, mitten im Staub. Im dichten Staub wird ihre Ausdauer ständig verbraucht, bis sie sterben. Ja, deswegen müssen wir immer wieder Punkte finden, an denen wir nach oben klettern können. Hier zum Beispiel. Damit wir nicht ersticken. Der Staub ist nur relativ weit am Boden. Ja, das hat doch ganz gut jetzt bisher mal funktioniert. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Weg bis zu dem... Oh Gott, wir sehen das gar nicht durch diesen Staub. Habe ich ein ganz schöner Weg bis zu diesem Gebäude. Bleiben wir lieber oben. Solange wir können. Müssen wir denn lang? Ach, das ist direkt neben uns, das Gebäude. Relativ jedenfalls. Müssen wir eigentlich auf der anderen Seite dann darunter. Ich nehme an, hier geht es eh nicht weiter. Sieht mir aus, als wäre das eingestürzt. Aber da hinten liegt, glaube ich, was. Kann das sein? Aber da, oh Gott, nee, da kommen wir aber nicht hin. Nee, gut, dann müssen wir hier wohl oder übel runterklettern. So, und jetzt? Ja. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist zu rennen. Okay, wir haben es tatsächlich auf Anhieb gefunden. Ob es sinnvoll ist, jetzt durch den Staub zu rennen, ob das alles nur schlimmer macht oder... ich versuche es einfach mal. Ich glaube, es ändert nichts, ob wir rennen oder... Oh Gott, nee, shit. Wir müssen jetzt was nehmen. Bringt sonst nichts. Den Obstsalat. Sonst... Ach, ich bin noch ein Depp. Er reagiert nicht gleich und ich hämmer nochmal auf die Leertaste drauf. Ist natürlich... komm schon, bevor wir an die Ausdauerkapazität gehen. Ach, Gott sei Dank.
Wenn Sie sich mehreren Gegnern gegenübersehen, nehmen Sie sich die Zeit, die Gegner mit Schusswaffen zu finden, ja. Okay, gut. Das hat jetzt insofern geklappt, dass wir nicht umsonst diesen Obstsalat gefuttert haben. Tja, und jetzt? Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier klettern. Ja. Unsere Ausdauer ist voll. Das sind doch schon mal ganz gute Voraussetzungen. Und jetzt sind wir an der Baustelle, wo wir Mays Medizin finden sollten. Okay, runter oder hoch? Hier können wir auch rutschen, theoretisch. Okay, das hat tatsächlich funktioniert. Ich wollte nämlich sagen, wir können uns hier vielleicht festhalten und dann können wir hier reingucken. Ich glaube, wir müssen sowieso hier rein. Ah ja. Eine Wasserflasche haben wir gefunden. Wir haben schon überall gelesen, dass die Leute Wasser haben wollen. Also vielleicht können wir damit wieder einem Opfer helfen. Lutas will be shot. Hoffentlich ist hier niemand außer uns. Wenn das hier schon so steht, könnte das aber darauf hinweisen. Beim Rutschen gedrückt halten, links, rechts für eine Seitwärtsrolle. Ah ja, okay, weil wir sonst da in den Abgrund rutschen. Das wird eine bisschen eklige Kletterei jetzt hier, glaube ich. Wir können uns hier... Wieso... Achso, nee, es wird nur nicht weiter verbraucht. Wir müssen irgendwo Pause machen. Hier vielleicht. Das da ist ein ziemlich weiter Weg. Oder können wir hier durch? Ja, können wir. Oh, shit. Wo sind die? Was his arm making that smell? Okay, you're right. Hier, der hat eine Waffe. Vielleicht können wir hier durchgucken. Nee, ich sehe sie nicht. Okay, keine Ahnung. Sie sind, glaube ich, nur zu zweit. Wir versuchen es einfach mal. Nee, zu dritt. So eine Scheiße. Okay, okay, okay. So. Step back. Hold up, hold up! Okay, okay. Hey, okay. Whatever. Oh nein, wieso? Ich verstehe das nicht. Ich hatte, glaube ich, noch nicht nah genug am Abgrund gestanden. Okay, aber das lief gut. Das lief gut, das lief gut. Nur was hat uns das jetzt gebracht? Ich glaube, hier müssen wir... Doch, wir müssen lang. Okay. Wir hätten hier sowieso lang gemusst. Okay, somit haben wir wenigstens wieder eine Munitionskugel. Und gehen jetzt mal hier weiter. Okay. Oh, shit. Ich glaube, wir müssen ganz da hoch. Okay. Verdammt. Das wird ein ganz schöner Weg werden. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Müssen wir da runter? Eigentlich runter macht ja keinen Sinn. Eigentlich macht nur Sinn hoch. Ja, hier geht's auch hoch. Ich möchte so ein bisschen eigentlich... Trotzdem versuchen, nicht unnötig die Sachen zu verbrauchen. Denn bisher ist zwar alles irgendwie noch gerade so gut gegangen, aber wir brauchen das Zeug halt. Und darüber kommen wir, glaube ich, nicht. Aber wenn wir hier jetzt so ein bisschen unvorsichtig sind, dann haben wir später wahrscheinlich ein Problem. Ich meine, wir haben zwar noch ziemlich viele wieder... Scheiße. Okay, oh fuck. Okay, das sind 4 Stück. Oh shit, shit, das war der Falsche. Okay, okay, haben wir schon wieder falsch. Die Maus hat sich
Oh nein, der kommt. Wir müssen ihn ja nicht unnötig hier verrecken lassen. Ach, Kacke. Ich hätte das sowieso wahrscheinlich mit einem Schuss nicht hingekriegt. Da war ja kein Abgrund und nichts. Nee, das hätte ich wahrscheinlich sowieso so machen müssen. Hier sind aber ziemlich viele Gegner, muss ich sagen. Das ist nicht so lustig. Es ist doch kein so gutes Gefühl, wenn man immer nur im Prinzip von Kugel zu Kugel lebt. Das ist schwierig. Okay, Schmerzmittel gefunden. Hier runter macht keinen Sinn. Wir gehen weiter nach oben. Ich darf wahrscheinlich nicht zu hektisch sein, auch. Ich habe jetzt gerade zu hektisch die Maus bewegt und dadurch den ohne Waffe anvisiert. Hätte schief gehen können, weil der hätte natürlich, die schießen natürlich auch gleich. Also muss ich doch ein bisschen ruhiger werden. Oh nein, da sind schon wieder die Nächsten. Es gibt harte Gegner und weniger harte. Töten Sie zuerst die schwierigen Gegner, dann ergeben sich die anderen. Okay. Wer ist denn der Harte? Wer soll denn der Harte sein? Der da vielleicht. Ja, in der Tat. Und jetzt können wir sie, glaube ich, einfach K.O. schlagen. Müssen sie nicht töten. Wahrscheinlich die mit dem Stirnband sind die Hartens. Luthers will be shot. Ja. Gut, jetzt haben wir keine Munition mehr. Das war's mit unserer letzten Kugel. Irgendwo müssen wir klettern können. Nur wo? Ach so, nee, hier geht's weiter. Okay. Also es ist ziemlich intensiv hier gerade in dieser Baustelle. Was machen die denn hier? Wieso sind die denn hier? Was gibt's denn hier? Oder wollen die auch an diese Medizinkiste, die das Militär da abgeworfen hat? Vielleicht. Okay, da hinten ist, glaube ich, wieder ein Checkpoint. Steht da hinten eine Flasche, aber da komme ich, glaube ich, so gar nicht hin. Ja. Ziemlich hoch. Sechs Wiederholungen. Gibt's nicht mehr, oder was? Können wir auch runter? Warum? Ist da unten was? Könnte sein. Na, ich lasse es jetzt erstmal. Gehen wir hier dem vorgefertigten Weg nach. Hier können wir wahrscheinlich nach oben zwei Kanister finden. Shit. Gut. Okay. Da können wir hoch. Vielleicht finden wir doch da vorne einen. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Gehen wir erstmal hier rein. Und... okay, jetzt ist da wieder... da hinten ist einer. Jetzt ist da wieder so eine scheiß Leiter. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die benutzt. So. Wieso ging das bei der anderen nicht? Verstehe ich nicht. Okay, müssen wir uns wahrscheinlich fallen lassen dann. Die Frage ist, wie kommen wir dann wieder zurück? Hier. Okay. Ich versuche mal. Mist, wir müssen springen. Okay, nicht zu viel springen. Hier können wir runter. Hier müssen wir uns fallen lassen. Kein Spiel für Leute, die Höhenangst haben, würde ich sagen.
Geht's ganz schön. Ist da unten der andere Kanister? Ich glaube ja. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich wieder rüber dann. Wir müssen aber da dann runter. Ja, jetzt dreht er sich irgendwie. Ich verstehe das nicht. Komisch. Irgendwie habe ich das noch nicht so raus. Okay, also wir müssen hier. So, jetzt müssen wir da runter. Ganz, ganz runter. Kannst loslassen. Okay, Kanister Nummer 2 gefunden. Jetzt müssen wir irgendwie darüber wiederkommen. Wahrscheinlich hier klettern. Also doch, hier gibt's was zum Klettern. Einen Kletterhaken haben wir. Oh, nee. Mensch, wieso dreht er immer um, wenn ich die Maus drehe? Das ist doch blöd, Mann. Du machst ja aber auch schwerer, als es sein muss. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Hier ist doch wieder Soda oder sowas. Eine Wasserflasche. Können wir da hoch? Nee. Das heißt, wir müssen noch weiter hochklettern. Hier geht's auch schon weiter. Tipp. Gehen Sie zurück zum Aufzug. Ach nee. Okay, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie ich da jetzt weiterkomme. Wie komme ich da jetzt darüber? Ach, ich Horst. Ich glaube, ich hätte über die Kiste da einfach gekonnt. So komme ich ja nirgendwo hin. Ah, ja, ich glaube, so war's. Too high to drop from here. Kann ich mich hier fallen lassen? Aua. Irgendwie schon. Ich glaube, ja, ich hätte hier über die Kiste direkt gekonnt. Okay, so einfach kann es natürlich auch sein. Es interessiert mich aber doch noch, was da ist, wenn man da runterklettert hinter diesem Generator. Nur kommen wir jetzt dahin, ohne den Generator gleich zu starten. Ich jumpe jetzt da einfach mal durch. Ja, es geht. Okay, hier kann man runter. So, und dann hier rüber. Und was? Irgendwas muss doch hier sein. Ah ja. Okay, ein Medikit. Und ein ziemlich altes Skelett. Okay, jetzt wieder hier hoch. Das hat sich doch gelohnt. Komm schon hoch. Okay. Ja, ich mache mal irgendwie das mit der Maustaste, habe ich auch noch nicht raus. Ach, komm schon. Wie soll ich denn an diese Dose da kommen? Das hätte ich wahrscheinlich unten machen müssen. Ja, da komme ich so nicht dran. So komme ich da nicht mehr dran. So, ja, und jetzt? Hier ist, glaube ich, was. Oh Gott. Ich hätte mir das vorher mal angucken müssen, wo ich da hin will. Okay, wir müssen gleich mal so einen Kletterhaken benutzen. Da drüben können wir dann Pause machen. Das schaffen wir aber, glaube ich, nicht mehr ohne Kletterhaken. Oder? Komm, wir versuchen es. Mehr als 6 Wiederholungen gibt es scheinbar nicht mehr.
Und ja, wie es jetzt weitergeht, ob wir die Kiste noch erreichen und viel wichtiger, ob in der Kiste auch wirklich noch Medikamente für May sind, das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao.